Hi, mein Name ist Justin, ich bin Student an der Hochschule Esslingen und heute in dem Video möchten wir euch verschiedene Projekte, mechatronische Projekte von dem Studiengang Automatisierungstechnik, Mechatronik und Elektrotechnik präsentieren. Servus zusammen, ich bin der Lennart Diltay. Das sind meine Kollegen Jonas Stütz und Yasin Demirci. Wir sind aktuell im sechsten Semester und arbeiten am mechatronischen Projekt. Und unser Oberthema ist Asset Management. Hierbei ist das Ziel, eine Software zu finden, mit der man verschiedene Aufgaben machen kann. Dazu zählen in erster Linie Over-the-Air-Updates deployen zu können auf ausgewählten Geräten mit Priorität auf Betriebssystem-Updates. Und zu den ausgewählten Geräten gehören Mikroprozessoren, Mikrocontroller sowie Embedded Systems. Und zusätzlich erstellen wir dafür noch eine grafische Benutzeroberfläche. Also hallo, ich bin der Stefan von der Projektgruppe Virtuelle Antriebe. In unserem Projekt haben wir uns damit befasst, wie Steuerungen oder Antriebssysteme von CNC-Maschinen bedarfsorientierter ausgelegt werden, um eine Überdimensionierung zu vermeiden. Also, wir sind die Gruppe, die sich mit der Optimierung und Validierung einer Akkuladeschaltung beschäftigt hat. Es geht im Wesentlichen darum, wir haben einen Hardwareaufbau. Der Hardwareaufbau besteht einmal aus dieser Platine, mit der diese Steuerung realisiert wird. Hardware da geht über dieses Motherboard. Dieses Motherboard ist mit dem Steuergerät verknüpft. Und dieses Steuergerät ist quasi teilweise auch die Schnittstelle, die dann nachher über dieses VDAC-Programm läuft. Und wir haben eine Steuerung entwickelt und die Steuerung, die haben wir mit der SmartLab Simulink realisiert. Und im Wesentlichen geht es eigentlich darum, einen wasserstoffbetriebenen LKW die Steuerung zu entwickeln, wie man die Akkus und die beladen und entladen kann. Das ist unser Ziel. Und im Wesentlichen haben wir als Gruppe einerseits den Schaltplan ausgearbeitet von der Hardware und andererseits natürlich auch das Herzstück, wie alles funktioniert im Sinne von der Simulation im MATLAB Simulink. Und als Ergebnis können wir jetzt präsentieren, wir haben eine Ausgabe über ein Display. Das Display gibt die aktuelle Spannungsebene aus von den Akkus, die wir hier in klein integriert haben in unserem Schaltungsaufbau. Und als Aspekt und Aussicht für die nächste Gruppe haben wir eine Aufgabe entwickelt, und zwar dürfen die mittels des Display nachher eine Ausgabe schaffen, wie quasi der aktuelle Stand der Steuerung ist, sprich ob es beladen oder entladen wird. Super, danke dir. Ich bin der Yannick Bischoff und bin aktuell im sechsten Semester. Für unser mechatronisches Projekt sollen wir aktuell für das Labor Bildverarbeitung einen neuen Laborversuch erstellen. Hierfür sollten wir zu verschiedenen Beleuchtungen dann jeweils einen Prüfling raussuchen, den wir damit dann testen sollten. Anschließend sollten wir dann in der Testsoftware, die wir bekommen haben vom NI Vision Builder, die verschiedenen Prüfschritte einfügen und damit dann die Versuche ausführen. Zum Schluss müssten wir dann noch alles dokumentieren, damit Studierende später auch diesen Laborversuch erfolgreich durchführen können. Auch für den Dozenten gibt es dann eine ausführliche Lösungsdokumentation, um alle Schritte erfolgreich nachvollziehen zu können. Okay, cool. Das heißt dann jetzt hier auf der Software sieht man sozusagen die Darstellung des Objekts, was du da gerade auf der Kamera filmen tust. Ja, genau. Und unten dabei sieht man dann die ganzen Versuchsdurchführungen. Hallo, mein Name ist Marco Schlattner, ich bin im sechsten Semester. Unsere Projektgruppe kümmert sich um das kontaktlose Anmelden an Windows und an SAP Fiori. Und wenn ich einfach hier so einen Token habe und den an das Lesegerät halte, werde ich automatisch an Windows angemeldet. Gleichzeitig startet dann noch ein Programm von uns, das sich dann um die Anmeldung an SAP Fiori und um die Abmeldung kümmert. Jetzt startet der Browser, SAP Fiori. Ich logge mich automatisch ein. Bin eingeloggt, kann jetzt als Arbeiter meine Daten eingeben, und wenn ich die Karte, also den Token, wieder wegnehme, wird sich jetzt hier zum Beispiel automatisch nach 10 Sekunden abgemeldet.
Und zuerst wird sich dann an SAP Fiori abgemeldet und schließlich folgt dann die Windows-Abmeldung. Genau, das war unser Projekt. Eine meiner Projekte befasst diese Brille. Dieses Projekt ist Metaverse. Dabei ist unsere Aufgabenstellung, dass wir anhand der Brille bzw. mit Hilfe dieser Brille verschiedene Meeting-Plattformen testen und evaluieren und überprüfen, ob man diese Meetings schon heutzutage im Unternehmen umsetzen kann und sozusagen als Ersatz für Teams verwenden kann. Und dabei gibt es verschiedene Methoden, die dabei vorgegangen sind. Wir haben zunächst einmal erstmal überprüft, wie ist die technischen Anforderungen, was erfüllt die Brille für technische Anforderungen, und haben daraufhin dann verschiedene Tests durchgeführt und dann auch Testpersonen eingeladen, die dann sich die Brille sozusagen anprobiert haben und verschiedene Plattformen getestet haben und dann ihre Bewertung und Meinung darüber dann geäußert haben.